Paulus macht sich auf die Reise. Saulus war ein Mann, der nicht an Jesus glaubte. Im Gegenteil, er wollte alle gefangen nehmen, die zu Jesus gehörten. Niemand sollte mehr von Jesus erzählen. Saulus machte sich auf den Weg nach Damaskus. Ich werde die Freunde schon finden, die Jesus dort hat, dachte er grimmig. Plötzlich wurde er von einem hellen Licht geblendet und er hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum bist du so gegen mich? Saulus fiel auf den Boden. Wer bist du? Fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Als Saulus aufstand, konnte er nichts mehr sehen. Er war blind geworden. Seine Begleiter brachten Saulus nach Damaskus. Dort kümmerte sich Hananias um ihn. Hananias glaubte an Jesus und der hatte ihn zu Saulus geschickt. Er legte Saulus die Hände auf und betete für ihn. Da konnte Saulus wieder sehen. Von nun an gehörte auch Saulus zu Jesus und erzählte allen Menschen von ihm. Saulus hieß mit seinem römischen Namen Paulus. Eines Tages war er mit anderen Freunden von Jesus zusammen. Einer hieß Barnabas. Als sie miteinander beteten, sagte der Heilige Geist zu ihnen: Paulus und Barnabas, ihr sollt auf Reisen gehen. Erzählt überall die gute Nachricht, dass Jesus der Retter der Menschen ist. Da zogen die beiden los. Ihre Reisen führten sie weit durch das Land und auch über das Meer. Wo sie auch hinkamen, erzählten sie den Menschen von Jesus. Doch nicht immer wollten die Menschen auf sie hören. In Jerusalem wurde Paulus sogar ins Gefängnis geworfen. Doch auch im Gefängnis hielt Paulus an seinem Glauben fest. In einem Brief schrieb er an seine Freunde: Macht euch um mich keine Sorgen, Gott steht mir bei. Ich bin zwar im Gefängnis, weil ich von Jesus erzählt habe, aber ich bereue es nicht. Seid auch ihr mutig und fürchtet euch nicht vor den Menschen. Erzählt ihnen von Jesus, Gott wird euch dabei nicht allein lassen. Warum hat Paulus am Ende der Geschichte Jesus lieb? Was ist für dich das Wichtigste an dieser Geschichte? Was ist für dich das Schönste an dieser Geschichte? Kann man etwas weglassen und die Geschichte wäre noch genauso wie vorher?